Selbst mit dem billigsten Handy kommen sie ins Internet. Und das ist der Grund, warum Bilder wie dieses hier so typisch sind. Ohne Smartphone ist die Flucht überhaupt nicht möglich. Und auch in diesem Bereich gibt es Profiteure. Manche verdienen an der Notlage richtig viel. Henrik Lofen und Karl Hoffmann haben es recherchiert. Das Wichtigste, Strom. Strom für die Smartphones. Was nach Zeitvertreib aussieht, ist für sie Überleben. Denn hier organisieren sie ihre Flucht. Online. Das Handy ist das wichtigste Werkzeug. Mobiles Internet für Flüchtlinge, auch in Europa. Dieses Geschäftsmodell hat Leica Mobile entdeckt. Am Mailänder Hauptbahnhof erwarten die Stände von Leica Mobile die Flüchtlinge noch vor den Helfern der Caritas. Die SIM-Karte ist umsonst. Und wenn man sie auflädt, kann man in der ganzen Welt telefonieren. Omar, seine Frau und ihr Baby sind gerade in Mailand angekommen. Geflohen vor dem Krieg in Syrien. Das Baby ist auf der Flucht geboren. Erschöpft von den Reisestrapazen führen ihre ersten Schritte auch zu einem der Handyläden, um sich die Leica Mobile SIM einlegen zu lassen. Der Telefonanbieter verkauft günstige internationale Internet- und Telefonpakete. Auch für die Zielländer vieler Flüchtlinge wie Schweden und Deutschland. Das Angebot von Leica Mobile ist für Migranten geradezu maßgeschneidert. Oft die einzige erschwingliche Möglichkeit. Profitiert Leica Mobile also vom Flüchtlingsdrama? Allein in Italien verzeichnete der Anbieter fast 15% Zuwachs, macht mehr als 1 Milliarde Euro Jahresumsatz. Auf Anfragen reagiert das Unternehmen nicht. Flüchtlinge brauchen dringend mobiles Internet. In einem Berliner Kulturzentrum zeigt uns der syrische Flüchtling Hussam, warum das so wichtig ist. Früher hat er sich um Irak-Flüchtlinge in Syrien gekümmert. Heute ist er selber Asylsuchender, geflohen vor Folter und Verfolgung. Er zeigt uns, wie Syrien Flüchtlinge suchen, bei Facebook. Hier haben wir zuverlässiges Schleppen zu günstigen Preisen. Günstig. Manche verlangen 9.000, 8.000 und 7.000 Euro mit illusorischen Versprechungen. Das nennt sich hier Reisedienst für Syrer von der Türkei in die ganze Welt. Per Flugzeug und über Land. Bezahlung erst bei Ankunft. Wir liefern originalen Schengen-Visa, ausgestellt von der Botschaft. Natürlich, sehr viele nutzen die Situation jetzt aus und bringen die Leute um ihr Geld. Alles organisiert unter anderem auf Facebook. Sie können dort kommunizieren, weil es weniger Kontrolle gibt. Immer wieder Facebook. Facebook scheint ein Schlüsselwort für Flüchtlinge zu sein. Frank Lasko von der Internationalen Organisation für Migration spricht von ungeahnten Dimensionen. Es gibt tausende Facebook-Seiten, auf denen Schlepper für ihre Dienste werben. Es sind sehr umfassende Informationen, die sogar in verschiedenen Sprachen angeboten werden. Es ist absolut kein nebensächliches, zu unterschätzendes Phänomen. Wir fragen bei Facebook nach. Antwort? Inhalte zu teilen, die Schlepper bei der Organisation und Koordination unterstützen, verstoßen gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook und werden umgehend gelöscht, wenn uns diese gemeldet werden. Facebook schiebt die Verantwortung auf den Nutzer. Nacktbilder dagegen werden auf Facebook innerhalb von Minuten gelöscht. Hussam zeigt uns, dass sogar gefälschte Dokumente für Flüchtlinge angeboten werden. Zum Beispiel Pässe. Auch Heiratsurkunden auf Deutsch. Oder Fahrzeugpapiere. Das Geschäft mit der Flucht. Damit die Flüchtlinge solche gefälschten Papiere, aber auch Schlepper oder Fahrkarten bezahlen können, schicken sie sich online gegenseitig Geld. Zum Beispiel per Western Union. Der amerikanische Finanzdienstleister sorgt dafür, dass auch Flüchtlinge flüssig bleiben. Wie hier in Mailand. Das bestätigen Mitarbeiter, die unerkannt bleiben wollen. Ja, das Geschäft nimmt zu. Wir haben viele Migranten, die von ihren Familienangehörigen in Europa Geld geschickt bekommen für die Weiterreise. Oder wenn sie sich bei uns um Asyl bewerben.
Die Geldversendung funktioniert auch online. Doch billig ist sie nicht. Für eine Überweisung aus der Türkei von bis zu $100 verlangt Western Union satte $15. Das sind 15% Gebühren. Das Unternehmen will sich nicht äußern. Experten fordern, dass die Gebühren fairer werden. Wir haben eine Initiative gestartet und versuchen, mit den Geldtransferunternehmen enger zusammenzuarbeiten. Unser Anliegen ist es, dass die Migranten ehrlichere Informationen bekommen über die Kosten des Geldtransfers. Das Geschäft mit der Flucht in sozialen Medien mit neuen Technologien. Solange es keine geregelten Wege nach Europa gibt, wird sich daran kaum etwas ändern.